festgelegt. Ich rufe auf unseren Tagesordnungspunkt 6, Wahl der Stellvertreter des Präsidenten. Nach unserer Geschäftsordnung erfolgt die Wahl der Vizepräsidenten geheim. Interfraktionell ist vereinbart worden, die Wahl der 5 Stellvertreter des Präsidenten mit Wahlausweis und einer Stimmkarte, auf der alle vorgeschlagenen Kandidaten aufgeführt sind, durchzuführen, wobei selbstverständlich sichergestellt ist, dass es zu jedem Vorschlag ein eigenes Votum geben kann. Darf ich hier Einverständnis mit diesem Verfahren feststellen? Das ist offenkundig der Fall. Mir liegen folgende Vorschläge aus den Fraktionen vor. Von der Fraktion der CDU-CSU Gerda Hasselfeld, von der SPD-Fraktion Dr. H.C. Wolfgang Thierse, von der FDP-Fraktion Dr. Hermann Otto Solms, von der Fraktion Die Linke Petra Pau sowie von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katrin Göring-Eckardt. Darf ich fragen, ob es weitere Vorschläge gibt? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich auch hier für einen kleinen Augenblick noch um Aufmerksamkeit für Hinweise zum Wahlverfahren bitten. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erhält. Für den Wahlgang benötigen Sie einen grünen Wahlausweis, der, wenn Sie ihn nicht schon im ersten Wahlgang bereits mit den Fächern entnommen haben, dort in den Stimmkartenfächern in der Lobby entnommen werden kann. Sie erhalten wie beim vorherigen Wahlgang an den Ausgabentischen eine grüne Stimmkarte und den amtlichen Wahlumschlag. Auf der Stimmkarte sind die vorgeschlagenen Kandidaten aufgeführt. Sie dürfen auch hier bitte Ihre Stimmkarte nur in der Wahlkabine ankreuzen und müssen die Stimmkarte ebenfalls noch in der Wahlkabine in den Umschlag legen. Sie haben 5 Stimmen und können zu jedem Kandidatenvorschlag jeweils mit Ja, Nein oder Enthaltung votieren. Wenn Sie bei einem Namen mehr als ein Kreuz oder gar kein Kreuz machen oder andere Namen als die der vorgeschlagenen Kandidaten oder kommentierende Zusätze auf die Stimmkarte schreiben, ist diese Stimme ungültig. Bevor Sie die Stimmkarte in die Wahlurne werfen, müssen Sie dem Schriftführer an der Wahlurne bitte Ihren Wahlausweis übergeben. Zum Ablauf des Wahlverfahrens bitte ich, die gleichen Regiehinweise zu beachten, die Heinz Riesenhuber vorhin gegeben hat, dass wir das möglichst von außen nach innen machen und den mittleren Gang freihalten. Nachdem Sie die Stimmkarte in einer der Wahlkabinen gezeichnet und in den Wahlumschlag gelegt haben, gehen Sie bitte zu den Wahlurnen, die hier vorne neben den Sitzreihen der Bundesregierung und des Bundesrates sowie vor dem Rednerpult aufgestellt sind. Ich darf jetzt wieder die Schriftführerinnen und Schriftführer bitten, ihre Plätze einzunehmen. Es erfolgt jetzt kein Namensaufruf, sodass bitte alle möglichst zügig dann ihre Stimme abgeben. Ich eröffne den Wahlgang.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich fragen, ob alle Mitglieder des Hauses, auch die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre Stimmkarte abgegeben haben? Oder kennt irgendjemanden, von dem er meint, dass er seine Stimmkarte noch nicht abgegeben hat? Weder für das eine noch für das andere sehe ich Meldungen. Dann schließe ich den Wahlgang und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Ich unterbreche die Sitzung für voraussichtlich etwa 45 Minuten. Ganz genau kann ich das leider nicht sagen. Zusagen kann ich Ihnen, dass die Bekanntgabe des Wahlergebnisses nicht mit Blaskapelle vorangekündigt wird. Jedenfalls, sobald wir das Wahlergebnis haben, werden wir durch akustische Signale darauf hinweisen, dass dann die Sitzung wieder neu eröffnet, das Wahlergebnis bekannt gegeben und dann für heute die Sitzung geschlossen wird. Ich unterbreche die Sitzung. So.
Entschuldigung, Herr.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen, um Ihnen das Ergebnis der Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten mitzuteilen. Abgegebene Stimmkarten 618. Alle abgegebenen Stimmkarten waren gültig. Auf die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sind folgende Stimmenergebnisse entfallen. Auf die Kollegin Gerda Hasselfeld 496 Ja-Stimmen. ...66 Nein-Stimmen, 52 Enthaltungen. Wir haben hier im Übrigen in Einzelwahlgängen, aus Gründen, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen erläutern kann, für einzelne Stimmabgaben ungültige Voten. Die Stimmzettel im Ganzen waren gültig, sodass, wie man sich hier ja durch Addition auch sofort erschließen kann, 4 ungültige Stimmen zur Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen führen. Auf den Kollegen Dr. Wolfgang Thierse sind entfallen 371 Ja-Stimmen bei 170 Nein-Stimmen und 65 Enthaltungen. Hier waren 12 Stimmen ungültig. Auf den Kollegen Dr. Hermann Otto Solms entfielen 487 Ja-Stimmen bei 84 Nein-Stimmen, 42 Enthaltungen, 5 Stimmen waren ungültig. Die Kollegin Petra Pau hat 379 Ja-Stimmen erhalten, 155 Nein-Stimmen, 74 Enthaltungen. Hier waren 10 Stimmen ungültig. Und schließlich ist auf die Kollegin Katrin Göring-Eckardt entfallen 473 Ja-Stimmen, 79 Nein-Stimmen, 61 Enthaltungen bei 5 ungültigen Stimmen. Damit haben alle vorgeschlagenen Kolleginnen und Kollegen die erforderliche Mehrheit erhalten und sind zu Mitgliedern des Präsidiums bzw. Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages gewählt. Ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Kollegin Hasselfeld. Herr Präsident, ich nehme die Wahl gerne an. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen. Kollege Thierse. Ja, ich nehme die Wahl an. Herr Kollege Dr. Solms. Ich bedanke mich, ich nehme die Wahl gerne an. Frau Kollegin Pau. Ich nehme die Wahl gerne an und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin Göring-Eckardt. Ich nehme die Wahl an und bedanke mich sehr herzlich. Ich möchte alle gewählten Kolleginnen und Kollegen auch im Namen des ganzen Hauses herzlich zu der Wahl beglückwünschen, verbunden mit allen guten Wünschen und einer ohnehin jetzt in Jahren erprobten, bewährten, guten Zusammenarbeit.